Am Wort ist die Frau Abgeordnete Katharina Kucharowitsch. Bitte schön, Frau Abgeordnete. Herzlichen Dank, Herr Präsident, Frau Staatssekretärin, werte Kollegen und Kolleginnen, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Am Montag hatten die Kinderrechte ihren 34. Geburtstag. Diesen Geburtstag, werte Frau Staatssekretärin, dürften Sie leider versäumt haben, was sehr, sehr schade ist, weil alle Kinder haben Rechte und alle Kinder haben umfassende Rechte. Und diese Rechte müssen auch endlich im Internet, im Netz gelten. Zum Beispiel das Recht auf Schutz vor Gewalt oder auch das Recht auf Information, aber auch das Recht auf Privatsphäre. Und wir sind mittlerweile auch in Österreich immer wieder damit konfrontiert, dass es Eltern gibt, die Kinder für ihren Job einsetzen, wenn ich an Influencerinnen denke, also Kinder, die Eltern haben, die Influencerinnen und Influencer sind. Da werden nicht Kinder nicht gefragt, ob sie das wollen oder nicht wollen. Eltern verdienen ganz klar Geld damit und Kinder haben offen gesprochen nichts davon, außer dass ihre Bilder und ihre Fotos und Videos von ihnen eigentlich nie wieder aus dem Netz verschwinden. Damit verschwindet auch das Recht auf Privatsphäre. Oder eine ganz dramatische Situation. Wir haben, das ist vor kurzem erst aufgepoppt, innerhalb Europas, in Spanien, wenn wir an Deepfakes denken. Da wurden Kinder Opfer von sexueller Gewalt. Das sind nämlich Kinderfotos, Kinderköpfe, auf pornografische Darstellungen montiert worden. Sie wissen, KI macht das alles möglich und niemand schützt sie davor. Kinder haben einfach Recht auf Schutz vor Gewalt im Internet. Und wir sind alle gefordert, und Frau Staatssekretärin, das wäre auch Ihr Job, hier ganz klar einen Fokus darauf zu richten. Kommen wir zu einem weiteren Aspekt. Wie gesagt, künstliche Intelligenz macht es möglich und auf allen möglichen Social-Media-Kanälen, denken wir an TikTok, Snapchat, Instagram und Co., sind Beauty-Filter gang und gäbe. Falten retuschieren, Lippen aufspritzend, Po oder Busen vergrößernd, da werden Frauen dargestellt, so wie wir nicht sind. Wir schauen so nicht aus, geschätzte Damen und Herren, Kolleginnen. Das ist alles unecht und das verbreitet ein ganz, ganz falsches und künstliches Bild von Mädchen und Frauen. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, diese KI-Anwendungen, Frau Staatssekretärin, künftig im Netz zu kennzeichnen. Das fordern wir als Sozialdemokratie. Wir müssen die Plattformen hier ganz klar zwingen, dies auch zu tun. Es drückt nämlich das Selbstbild von Mädchen, ein gesundes Selbstbild. Frau Staatssekretärin, kurz gefasst, all diese Gelder dafür fehlen, für Informationskampagnen, für Aufklärungsarbeit. Es kommt ganz einfach von Ihnen nichts. Das ist sehr schade. Unsere Vorschläge liegen am Tisch. Greifen Sie einfach zu und machen Sie was draus. Vielen Dank.